Leute, zurück zum Let's Play von OMSI2, der Omnibus-Simulator auf der Map Spandau Modern. Ich habe mir jetzt mal den Bus genommen von dem 3-Generation Add-on. Ja, wir fahren die Rücktour der Linie 137 von Freudstraße Goldkäfig nach Eimerweg, oder wie das auch immer heißt. Hey, ich vergesse das ja schon wieder. Ey, das ist doch so Kotzen hier. So. Eimerweg, ja. Habe ich das doch richtig gesehen? Anfang. Ja, stimmt das sogar. Ist okay. Dann gehen wir in den Bus rein. Och, auf der Bieps, ey. Und so frühen Abend, ey. So, das war Umlauf. Muss mal kurz gucken. Umlauf 2. So. Freimerweg, das stimmt sogar. Goldkäfig, alles klar. Spandau, Freudstraße, Goldkäfig. So, dann stelle ich mir eben schnell noch alles. So. Ein, 16 Uhr stelle ich mir eben schnell ein. 16 Uhr. So. Ja, wenn ich hier Scheiße baue, sind die nicht am Meckern. Na, Gott sei Dank. Dann habe ich immer guten Tag. Ja, leider ist mein Handy, wo mein Daimler drin ist, drüben im Schlafzimmer. Mein Handy ist auch mein Wecker. Ja, und das heißt kein Timer, aber ich habe mir das so gut vorgenommen, dass ich bis Rodem nach Straße fahre. Was mit dem Damm? Da mache ich den Cut und dann fange ich auch dort wieder an. So habe ich mir das jetzt vorgenommen. Ja, das sind dann auch gute 20 Minuten, vielleicht 22 Minuten. Ich hoffe nur, dass die Saftnase mir nicht in den Karren reinfährt. Aber er bleibt davon stehen. War da auch richtig geschildert. Starke Reimerweg, jawohl. Das stimmt soweit. Ja, wer das jetzt verfolgt hat, mein Kanal hat jetzt endlich seinen richtigen Namen. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt mache ich das auch mit den Nummernschilder, wenn ich dran denke. Und ja, warum denn nicht? So, mal kurz auf die Uhr gucken. Ah, ich habe noch 2 Minuten. Stelle ich mir noch mal eine Minute drauf. Dann würde ich mal sagen, dann fahren wir mal los. Auf geht's. Linie 137, Heimatweg. Thank you.
anschauen. Das ist ja doof. Da muss ich ja mehr labern, verdammte Scheiße. Nächster Halt, Freudstraße. Oh, ist nicht mein Halt. Nein, mein Halt ist da hinten. Ein bisschen leiser machen hier. Ich spiele heute mal ohne Kopfhörer. Ups, so weit ich gedrückt mal wieder mit der Tastatur. Freudstraße. Funktionieren dem Bus nicht die Ansagen? Das finde ich ein bisschen doof. So! Da kommt! Rein! Ich hab keine Zeit! Oh, Martin, ich scheiße scheuern! So. Das hat mir so ein kleiner Penner, ich muss auf blinken, wenn ich da so Haltestellen möchte, aber dann fahren die ja raus. Ihr ruhig stehen bleiben, am Bogen jetzt. Nächster Halt, ich kann das gar nicht lesen, ey. Müsste aber fast auf der Straße sein. Bärwinkel. Weiter geht's. Ah, die ist ausgesichert. Alter Wunsch. Ich glaube, jetzt kommt die Wasserwerkstraße.
Ja, das müsste fast weggeschaltet jetzt sein. Ach, Scheiße, am Kiesteich. Ich habe ja keine Infosum an, deswegen weiß ich das auch nicht. Raus. Hä, die kann doch automatisch aufmachen. Da sind doch solche Türen an der Tür. Boah, irre ich mich da. Ja, nicht bei der Tür, aber bei der hinteren Tür. Ja, das. So, da geht's weiter. Mülheimer Straße. Und weiter geht's. Ausgewichen. Was denn? Habe ich den doch gerammt? Ah, ich weiß, dass ich schlecht fahre. Hör auf zu jammern. Ich sage ja immer, besser schlecht gefahren als noch schlechter gelaufen. Wir wollen alle aussteigen? Ups. Ich hab's schon wieder geschafft. Mein Gott, sind das Mimosen. Sind das Mimosen? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Aber wisst ihr, wenn ich nicht höre? Mann, 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 Manfred! Damit kann ich leben. Eigentlich wollte ich ja meine Bilanz verbessern, aber das kann ich mir jetzt ja von der Backe schmieren. Naja, egal. Nobody is perfect, besonders ich. Unfall, ist doch scheiß drauf. Oh, bisschen schnell, aber ist ja egal. Ich habe keine Zeit. So. Aber natürlich versuche ich ja, mich so an den Verkehrsregeln zu halten, mit roter Ampeln, Stoppschilder, Vorfahrt achten und so. Was ich ja manchmal auch nicht so oft mache.
Also an Ampeln halte ich mich ja schon. Nicht, dass es das auch immer der Lappen, der hält sich ja nicht an den Verkehrsregeln. Nee, 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 ich halte mich da schon einigermaßen dran, außer ich war ein bisschen schneller. Ach Gott, ey, dieses blöde Ruckel vom Spiel, das geht mir doch bei Eier. Gut, dass ihr ausgestiegen seid, jetzt kriege ich viel coolere Fahrkiste. Machen wir nochmal die Tür auf. Ah, ich werde so genial. Obwohl, er sagt das aber an. Ah, ich erinnere mich jetzt gerade noch so an meine Kindheit, wo ich mal beim Reisebus mal die Tür mal aufmachen durfte und verschließen durfte. War richtig geil. Am Busfahrer im Linienbus kann man ja schlecht fragen. Aber ich habe mich früher oft mit Busfahrer mal unterhalten und so. Also ich finde, die sind doch gut drauf. Ein ehemaliger Arbeitskollege, der ist sogar mit dem Verlauf Busfahrer. Ich sehe mal ab und zu mal, wenn ich vorbeifahre. Ah, ich habe vorher mal gesagt, ich werde Busfahrer und was bin ich? Virtueller Busfahrer. Ach Gott, komm. Hallo. Ach, gut gelöst, sehr schön. So. Einfach mal ein bisschen anständiger fahren. 40 bis 50 werde ich fahren, nicht so 60 oder so. Oh, 60 ist falsch. Ich zoome gleich mal an dem Dach ran, weil ich mal gucken muss, was da steht. Nicht, dass ich so eine Zeit immer nur so schnell fahre.
Ich schau mal kurz ab, wenn er jetzt fährt, ob der abbiegt oder nicht. Ja, keine Gefahr für mich. Ah, schön ist, Manfred hält seine Fresse. Das ist genial. Ja, wer es so richtig auf meinem Kanal verfolgt oder auf dem Kanal von dem Blacksky LP, haben wir jetzt erstmal Staffel 1 beendet von The Forest. Wer es gesehen hat, die ganze Landschaft hat sich ja geändert und da haben wir gesagt, nee, wir brechen das Let's Play ab. Wir warten jetzt ein bisschen ab, bis halt noch größere Updates rauskommen. Dann werden wir das in der Staffel 2 wieder machen, aber das mit den Gegnern, das wurde halt gestern noch richtig heavy, wo wir gestern gespielt haben, und das gestern war Sonntag, der 7. Ein Doppeldecker, ich werd wahnsinnig. Ups, das war ein kleiner Bäuerchen, Entschuldigung. Ja, warum wärst du mir in die Gache rein, du Idiot? Jetzt bin ich schon wieder schuld, wo? Na, ich bin schon wieder schuld. Fahren die mir in die Gache rein? Ich pass 5 weit auf jetzt. Nach dem einen Unfall, den ich verursacht habe. Und da fährt mir so ein scheiß KI mir im Bus rein. Ein bisschen schon wieder alle aussteigen. Ach ja, was soll das? Habe ich gar nicht leben. Von dem Baby mitfahren? Oh, ein Fries. Nicht so aus. Ja, Unfall, ja, das bin ich nicht, bin ich ja nicht schuld dran. So. Das ist wie du Scheiße hier. Und man sieht eine rote Ampel vor uns. Hier Ruhe.
mal neugierig. Ist die M37 Nachtbus? Hm. Aber ist das dann nicht N? So, nächste Haltestelle ist Rudinger Straße. Oh, jetzt rühre ich eigentlich nochmal drauf, ey. So, Prums Büttler Tamm. Freunde, falls euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Ihr könnt mich auch abonnieren. Sonst sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von Omsis weiter mit dem Busmanager auf der Spandau modernen Linie 137. Oh, ich hab schon mal was vergessen, ich Trottel, ey. Ah, 137, sag ich doch. Okay, Leute. Bis dahin. Tschüss.